Ich will Schlafwandeln. Bevor wir anfangen, wollte ich euch erstmal meinen Schülerkalender zeigen. Den könnt ihr ab jetzt schon mal auf Amazon vorbestellen und ab dem 23. April gibt's den überall im Handel. Hallo Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Ihr habt euch unbedingt mal gewünscht, dass ich wieder so ein Girls Talk Video machen soll, also mache ich das auch heute. Wir haben, 23 Uhr. Ja, ihr fragt mich bestimmt, Ava, wieso drehst du ein Video um 23 Uhr? Eigentlich wollte ich das morgen drehen, aber ich kann jetzt nicht schlafen, also dachte ich, scheiß drauf, ich mach's jetzt. Ich habe sehr viele Fragen. Oh. Das ist keine Frage. Das ist ein Spanisch-Test. Also ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt. Ich habe auch schon mal so ein Girls Talk Video gemacht, also könnt ihr euch das auch gerne anfangen. Ich werde jetzt so ein bisschen meine Skincare machen, weil ich habe das vorhin vergessen zu machen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Das ist jetzt keine Girls Talk Frage, aber ich sehe diese Frage überall und die muss ich einfach mal beantworten. Das Licht stört gerade, ich mache das kurz weg. Das ist doch jetzt viel besser. Also erstmal, wie alt bin ich? Überall, unter jedem TikTok, unter jedem Video. Ich werde im April 13. Jetzt haben wir das aus dem Weg. Ich habe probiert, alle Fragen so ein bisschen in Kategorien zu ordnen. Also fangen wir erstmal an mit der Kategorie Perioden. Habe ich schon meine Periode? Und wenn ja, wie lange schon? Ich habe meine Periode, seitdem ich 10 bin, glaube ich. Also seit 2022. Und das war total unregelmäßig. Also es kam mal Monate nicht. Also wenn ihr gerade eure Periode habt und es ist nicht regelmäßig, keine Sorge, das ist komplett normal. Und ich glaube, seitdem ich 11 bin, war das dann ganz regelmäßig. Als nächstes, hast du Schmerzen? Wenn ja, was machst du dagegen? Das klingt jetzt komisch und vielleicht funktioniert es nur bei mir, aber wenn ich mal Krämpfe habe oder so, dann versuche ich mir einfach einzureden, dass ich die nicht habe. Also ich probiere mich einfach selbst zu gaslighten. Ihr könnt es ja mal probieren. Das funktioniert halt nur für mich. Und falls das jetzt nicht funktioniert, nehme ich immer Buscopan. Ich spreche das immer falsch aus. Also ist im Prinzip so ein Kampflöser. Peinliche Perioden-Story. Also ich habe eigentlich nur eine und oh mein Gott. Also ich war im Urlaub bei Florida und da waren wir in so einem Mall, also waren wir in so einem Shoppingcenter und ich hatte ein weißes Sommerkleid an, weißes Sommerkleid und mitten im Laden hatte ich dann meine Periode. Verstehe, wirklich. Schämst du dich, deine Periode zu haben? Nein. Es ist was komplett Normales. Jedes Mädchen hat ihre Periode. Und ich finde es ehrlich gesagt richtig schade, dass man sich in 2024 noch wegen seiner Periode schämen muss. Tampons oder Binden? Also ich bin ein Tampon-Curly. Und nein, die tun übrigens nicht weh. Thema Rasieren. Was machst du schon? Wenn ja, wie? Elektrisch, trocken, nass, Rasierschaum etc. pp. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus beim Rasieren. Und ich rasiere nur meine Achseln und meine Beine. Findest du es schlimm, wenn sich jemand nicht die Beine oder Achseln rasiert? Leute, Hauptsache ihr fühlt euch wohl in eurem Körper und wenn ihr euch wohlfühlt, indem ihr euch nicht die Achseln und Beine rasiert, dann würde ich sagen, hau rein. Das ist super. Das war jetzt eine komische Antwort, aber anyways. Okay, das sind jetzt erstmal so ein paar random Fragen. Zeig mal deinen Handy-Hintergrund. Ich habe einen geilen Hintergrund. Ich habe eigentlich ganz viele. Ich habe nämlich dieses Update, wo man so die Hintergründe mal richtig einfach ändern kann. Also als erstes, diese Katze. Ich finde, die ist wunderschön. Es denken auch ganz viele Leute, dass ich so ein Pferdemädchen bin, wegen diesem Hintergrund. Ich bin nur ein riesen Deftones-Fan. Oh, da könnt ihr mich sehen. Deswegen, ja. Gut, als nächstes, willst du lieber woanders leben als in Deutschland? Ich mag Deutschland voll. Ich lebe gerade in so einem Dorf irgendwie und ich finde das einfach so cute. Und ganz ehrlich, ich bin zu faul, eine andere Sprache zu lernen. Also wenn ich mal irgendwo umziehen würde, dann auf jeden Fall irgendwo, wo die auch Deutsch oder Englisch sprechen. Keine Ahnung. Jetzt die Kategorie Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Als erstes, hast du schon mal überlegt, alles hinzuschmeißen und wohin zu ziehen, wo es kein Netz gibt und dich keiner kennt? Ich habe ganz ehrlich schon ganz oft überlegt, einfach mal umzuziehen. Zum Beispiel nach Irland, wo mich jemand einfach nur als Ava kennt und jetzt nicht als alles Ava. Aber nie irgendwo ohne Netz. Nein, das würde ich nicht überleben. Streitest du dich mit deinen Eltern? Ich würde sagen, ich habe eine recht gute Beziehung mit meinen Eltern. Aber ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen. Und ich meine, sind ja noch meine Eltern. Natürlich werden wir manchmal Diskussionen haben. Als nächstes, was ist mein Traumberuf? Ich wollte schon immer mal Autorin werden oder irgendwas Künstliches. Nein, irgendwas, was mit Kunst zu tun hat oder wo man kreativ sein kann. Oder auch Anwältin. Ist jetzt nicht super kreativ, aber ich liebe es, mich mit Leuten zu streiten. Und dann auch noch dafür bezahlt zu werden, klingt super. Was kann man machen für mehr Selbstbewusstsein? Eine Weile hatte ich richtig schlechtes Selbstbewusstsein und ich finde, es wurde jetzt viel besser. Natürlich kämpfe ich auch ganz offen auch mit dem Thema Selbstbewusstsein. Ganz oft fühle ich mich auch nicht wohl in meinem
Körper, aber das Beste, was man da tun kann, ist sich einfach selbst zu akzeptieren. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber man muss einfach akzeptieren, dass man perfekt ist. Ohne Make-up, ohne irgendwas. Dass man genauso wie man ist, wunderschön und perfekt ist. Und es kann auch sein, dass Leute dir einreden wollen, dass du nicht so bist, aber dann lügen die halt. Und man muss auch halt wissen, dass man nicht aussehen kann wie das Instagram-Model oder wie Kylie Jenner. Man ist ein Mensch. Ein Mensch kann nicht aussehen wie so eine Cartoon-Figur. Und das muss man sich halt sagen, dass man perfekt ist. Hoffentlich habe ich das jetzt gut erklärt. Das wird jetzt ein bisschen ein Mood-Change sein, aber egal. Denkst du darüber nach, was du anziehst? Also, ich liebe mich mit dem Thema Mode zu beschäftigen. Also würde ich sagen, ja, schon. Als nächstes beste Klamotten lernen. Meine absolute Lieblings sind Brandy Melville, Subdued Motor Rocks. Motor Rocks ist perfekt, wenn man Low-Waisted Baggy Jeans kaufen will. Oder noch Bershka. Tipps, um Style zu verbessern. Ich finde die Idee, dass es nur einen Style gibt, der gut aussieht oder schön ist, ganz komisch. Es gibt so viele Arten, wie man sich anziehen kann. Und jede Person hat einen anderen Geschmack. Also, dass jede Person sich dann auch noch gleich anziehen soll, finde ich, ist einfach komisch. Und in einer Welt, wo jeder gleich aussieht, das ist langweilig. Also, um seinen Style zu verbessern, such einfach, was du schön findest. Tja. Lieber so anziehen wie alle oder seinen eigenen Style haben. Ich finde es heutzutage schon schwierig, seinen eigenen Style zu haben, ohne dass man die ganze Zeit als Emo beleidigt wird. Also, ich würde mich schon gerne so anziehen, wie ich Bock drauf habe. Aber ich mag mich auch ganz oft so anziehen wie alle anderen. Was ist dein Lieblingsstyle bei Klamotten und Room? Also, bei meinem Zimmer weiß ich jetzt nicht. Ist ganz oft so ein Mood-Change. Ich habe schon ganz viele Kommentare so gesehen. Ich habe ganz viele so preppy Bilder und dann hänge ich Metallica-Album auf meine Wände. Ich meine zum Beispiel hier. Hier habe ich so ganz pink und rosa und dann da mein Queen-Poster. Also habe ich jetzt nicht so ein Style für mein Zimmer. Und für meine Klamotten. Via! Oh mein Gott. Ich dachte, da wäre gerade mein Vater. Oh mein Gott, hallo. Was machst du denn hier? Sie chillt jetzt auch bei uns. Okay, also wie gesagt, bei Klamotten bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich mag ganz viele Styles. Oh, hallo. Und ich ändere auch gefühlt immer meinen Style. Bist du runter? Okay. So. Ich ändere auch immer meinen Style. Zum Beispiel, heute ziehe ich mich jetzt Old Money an und dann am nächsten Tag Grunge. Also mag ich eigentlich alle. Gut, sie steht jetzt im Flur. Ich weiß nicht, ob sie wieder hochgehen will. Die stand nämlich vor meiner Tür. Ich habe jetzt die Tür einfach so ein bisschen offen gelassen. Da kann sie entscheiden, ob sie weggehen will oder nochmal zu mir gehen. Also ignoriert es kurz im Hintergrund. Warum hast du deine Haare geschnitten und gefärbt? Ganz ehrlich, ich brauchte einfach eine Veränderung. Ich habe die jetzt vor einem Monat auch noch mehr geschnitten. Aber früher hatte ich ja so bis hier, glaube ich, meine Haare. Und ich wollte schon immer kurze Haare. Bist du doch wieder reinkommen? Hi, bist du wieder rein? Wie süß kann man nur sein, ganz ehrlich. Okay, es steht meine Kamera auf meinen Bronzer. Okay, was habe ich gerade gesagt? Also, ja, ich brauchte einfach eine Veränderung. Ich wollte schon immer mal so richtig kurze Haare haben. Ich hatte halt so Angst, dass mir das nicht steht. Und dann dachte ich einfach YOLO und ich habe sie abgeschnitten. Und ich hatte dann noch so Highlights reingemacht. Und dann, warte, ich bin gerade am Denken, welche Haarfarben hatte ich schon alles? Also erst hatte ich Highlights, dann hatte ich noch mehr Highlights. Dann hatte ich mal so ein leichtes Pink. Dann sind die noch ein bisschen gewachsen, eher so bis hier. Und dann habe ich die grün gefärbt. Und dann habe ich die nochmal hier bis so Schulterlänge geschnitten. Die sind jetzt auch so ein bisschen gewachsen. Ganz ehrlich, ich mag es immer so, meine Haare zu verändern. Deswegen, ja. So Leute, ich habe Hunger. Also müssen jetzt leise sein. Ich gehe jetzt hoch in die Küche und mache mir so einen Tassenkuchen. Ich habe so Angst, dass mich jetzt mein Vater hört. Wir haben es in die Küche geschafft. Juhu. Also, ich zeige euch jetzt das beste Tassenkuchenrezept ever. Dazu nehmen wir jetzt mein Backbuch hier. Also, ich mache mir immer, wenn mir langweilig ist, so einen Tassenkuchen. Und es ist wirklich das beste Rezept ever. Hier, schaut mal. Tada. Wie jung ich damals noch war. Meine Seitenscheitelphase. Schlimm. Okay, ich beantworte jetzt erstmal ein paar Fragen und dann machen wir mit dem Rezept weiter. Hast du auch manchmal Stimmungsschwankungen? Ja. Stimmungsschwankungen sind was komplett Normales, auch wenn man in der Pubertät ist. So ein Teenie mit den ganzen Hormonen, das ist was komplett Normales. Und bei mir sind die halt unglaublich stark. Ich kann auf einmal so fröhlich sein, so selbstbewusst und dann in 10 Minuten einfach nur Bock aufs Weinen. Und dagegen habe ich jetzt auch nicht so viele Tipps. Ich weiß, es ist schade. Ich kann fast gar nicht mit meinen Stimmungsschwankungen umgehen. Also will ich euch jetzt keine Tipps dafür geben. Lieblingsmusik.
Also, meine Lieblingsarten von Musik, ich mag so Indie-Musik wie die Smiths, The Cure, The Cranberries, aber ich mag auch so Metal. Am liebsten mag ich New Metal wie System of a Down, Deftones, wie ich ja schon gefragt habe, und Slipknot. Ich liebe Slipknot über alles. Und was ich noch so an Musik mag, ich mag so 90s Rap wie die Beastie Boys, so Sachen halt. Und ganz ehrlich, ich höre alles. Mit wie vielen Jahren hast du dich angefangen zu schminken? Das ist jetzt übrigens das Thema Schminke. Ich habe mich mit 11 angefangen zu schminken. Und bevor ich jetzt irgendwelche Kommentare höre, so, oh, früher haben 11-Jährige noch mit Barbie-Puppen gespielt. In den 1800er haben 11-Jährige in Minen gearbeitet. Soll ich jetzt auch in Minen arbeiten? Ich meine, die Zeiten ändern sich. Es wird nicht immer alles gleich bleiben. Und ich will jetzt nicht irgendwie so pick-me klingen oder egoistisch oder so. Ich habe halt ziemlich dunkle Augenbrauen und Wimpern. Also dachten schon, als ich 11 war, Leute, so, wieso schminkst du dich? Damals wusste ich gar nicht, was Schminke ist. Und ich habe halt so viele Schminkprodukte. Da denken auch ganz oft, dass Leute, dass ich jeden Tag Fullface mache. Aber nein, ich habe halt nur so viele Produkte, weil ich ja auch Content machen muss. Würde ich ja kein YouTube machen, hätte ich auch nicht so viel. Und ich meine, ich benutze es ja auch nicht alles. Denk mal logisch nach. Ich benutze ja gar nicht mehr so viel Make-up. Also, ja. Wie gerne schminkst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Also mir macht Schminken richtig viel Spaß. Ich finde es auch immer ganz lustig, so neue Styles auszuprobieren. Also würde ich sagen, so eine 8. Lieblings-Make-up-Produkte. Ich glaube den Elf Camera Concealer und den Sky High Mascara von Maybelline. Ich habe total vergessen, dass ich auch backen will. Also ganz kurz, erstmal Tasse. Diese Tasse ist so alt. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt gesagt habe. Okay. Okay, wir brauchen 6 Esslöffel Mehl. Hey! Was magst du denn hier? Keine Ahnung. Hi. Schlafwandel. Wie spät ist es? Spät ist das Antwort. Ich hole etwas. Okay, einverstanden. Ich war nicht da, du warst nicht da. Bleib nichts drin. Ich will Schlafwandel. Ups. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich fortfahren will. Ich dachte, ich würde jetzt Anschluss kriegen. Ich war noch nie so fröhlich in meinem ganzen Leben. Okay. Wollen wir jetzt weiter backen oder wieder runtergehen? YOLO oder kein YOLO? Wenn ihr mich im Echtleben kennt, wisst ihr, dass mein Lebensmotto YOLO ist. Ich sag zu allem YOLO, sogar wenn es gerade nicht passt. Aber ich glaube, backen wäre jetzt nicht so eine gute Idee. Die Tasse muss jetzt weg. Ich glaube, ich mache jetzt einfach so einen Wackelpudding oder einen Snack. Vielleicht mache ich mir auch einfach ein Brot, keine Ahnung. Ich habe so Hunger, ich muss jetzt was essen. Währenddessen schauen wir jetzt mal nach der nächsten Frage. Wieso hast du die Nägel gemacht? Weil ich die schön fand. Ich wollte schon immer mal so lange Nägel haben. Und ich habe mir früher mit so, warte, was gibt's so schönes Essen? Ganz oft, wenn ich im Kühlschrank schaue, finde ich nichts. Es wäre so, als wäre hier nichts da. Joghurt. Ist so geil. Also, ich wollte schon immer mal so lange Nägel, also habe ich meine Mom gebettelt, dass ich mal Gelnägel da haben darf. Das ist schief, das ist schief. Okay, Lippenstift oder Lipgloss? Es kommt drauf an, wie ich mich fühle. Also Lipgloss ist schon besser, Lipgloss kann man immer tragen, aber ein guter Lippenstift, zum Beispiel dieser Pillow Talk Lippenstift von Charlotte Tilbury. Oh Gott, wie immer schreckst mich die ganze Zeit. Also, ja, Lippenstift, ganz ehrlich, ich könnte mich nicht entscheiden. Okay, Lippenkombi-Empfehlung. Also, die ich immer nehme, ist halt, wie gesagt, der Lippenstift von Charlotte Tilbury. Und dieser so, ich muss den gleich unten zeigen, aber so ein Lipgloss von Kiko, der ist so dunkelbraun und der sieht einfach so schön aus. Mascara-Kombi-Empfehlung. Also, ich nehme immer den von Lancôme oder noch den Sky High drüber. Und mach mal ein Make-up-Tutorial. Gerade bin ich ja noch 12 und ich habe halt keinen Bock, Hate zu kriegen, dass ich zu jung bin für Make-up. Oh, Apfelschorle. Ich hab Durst. Ich finde, es gibt kein besseres Getränk als Apfelschorle. Wenn ich nur noch eine Sache trinken könnte, wäre es Apfelschorle. Ich glaube, ihr versteht nicht, wie sehr ich Apfelschorle liebe. Wisst ihr noch damals, als ich so obsessed war mit Capri-Sonne? Als ich so eine Capri-Sonne an meiner Wand habe? Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt fühle ich mich so für Apfelschorle. Ich musste das kurz einfach mal sagen. Jetzt Skincare slash Pickel. Als erstes Skincare-Empfehlungen. Also, ich würde so K-Beauty, hoffentlich habe ich das
ich gerade richtig gesagt, nachempfehlen. Ich weiß nicht, was die da anders machen, aber oh mein Gott, ich habe so einen Toner von, ich buchstabiere es jetzt erstmal, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht, C-O-R-S-X, glaube ich, wird es geschrieben, wenn wir nochmal unten zeigen durch den. Und der ist einfach so gut. Ich hatte früher so fette Pickel, als ich den angefangen habe zu nehmen, sofort weg. Und wenn ihr Pickel habt, drückt die niemals raus. Macht so ein Pickelpatch drauf, glaub mir, funktioniert viel besser. Und jetzt Meinung zu Drunk Elephant. Also ich habe ein paar Drunk Elephant Produkte und ganz ehrlich, es ist eine richtig cute Verpackung. Ich finde, die sieht richtig cute aus, so richtig preppy, aber die Produkte tun halt gar nichts. Ich habe den Moisturizer, den nehme ich auch immer, der macht halt nichts. Ganz ehrlich, also spart euch euer Geld und kauft euch auch was, was wirklich funktioniert. Okay, wir machen eine kurze Pause. Ich bin jetzt satt, habe fertig gegessen. Jetzt machen wir weiter mit dem Thema Friends und Fake Friends. Hattest du schon mal Fake Friends? Ja, gerade bei einer Freundin, da hatte ich so das Gefühl, dass sie mich für Fame ausgenutzt hat. Und als nächstes, haben deine Freunde schon mal schlecht hinter deinem Rücken gesprochen? Leider ja. Und jetzt machen wir weiter mit dem Thema Jungs. Ich will jetzt nicht so viel über meine Freunde sprechen, also lassen wir das erstmal. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, aber ich glaube, das zählt jetzt nicht wirklich als eine echte Beziehung. Das war eher nur so ein Fling. Ich meine, wir waren ein paar Wochen zusammen. Also jetzt nichts Ernstes. Hattest du schon mal Liebeskummer? Nein. Hast du gerade einen Freund? Gerade bin ich Single. Wer ist dein Crush? Ich habe einen Crush in meiner Schule. Will es ja natürlich jetzt nicht sagen. Red Flags bei Jungs. Das ist jetzt nicht eher so ein Red Flag, sondern eher so ein Ick. Schattenboxen? Bitte hört damit auf. Ihr wirkt nicht cool. Ihr wirkt so, als hättet ihr Schizophrenie. Stopp. Okay. Und jetzt ein Red Flag wäre so ein Junge, der dich halt so richtig schlecht behandelt. Oder ein Junge, wo seine Freunde schlecht über dich sprechen und der tut nichts dagegen. Ich habe damit schon mal Erfahrungen gehabt. Mein Bestie hat einfach mein Ex gedatet. Was sagst du dazu? Kommt halt drauf an, was deine Beziehung mit deinem Ex war. Wenn es zum Beispiel jetzt einfach nur so ein Fling war, ihr wart so eine Woche zusammen, dann schon scheiße, aber ich würde es einfach lassen. Aber wenn es jetzt so eine richtig ernste Beziehung war, dann würde ich nochmal überlegen, ob das eine echte Freundin ist. Wieso hast du dich eigentlich von deinem Boyfriend getrennt? Das, ich meine, ich erzähle euch schon richtig viel, aber das finde ich ist jetzt ein bisschen zu privat. Perfektes Alter für ersten Freund. Ich glaube, das ist jetzt für jeden anders. Also finde ich jetzt nicht nur so ein perfektes Alter. Wie sollte ich meinen Crush ansprechen? Trau mich nicht Tipps. Sei einfach selbstbewusst. Mach's. Das geht jetzt für jeden, der das Video schaut. Ich weiß, ihr habt eine Person, wo, auf die ihr steht. Oder wenn ihr euch einfach nicht traut, eine Person zu schreiben, macht's einfach. YOLO. Los. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person nicht auf euch steht. Ich habe jetzt entschieden, dass wir runtergehen. Okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt runter. Ich habe vorhin vergessen, das Licht auszumachen. Wir machen jetzt auch erstmal mit den Fragen weiter. Meine Kamera ist fast leer, oh mein Gott. Also, was ist dein Typ bei Jungs? Ich habe jetzt nicht so einen Typ. Ich mag dunkelhaarige Jungs, aber sonst eigentlich nichts. Wir sind jetzt wieder unten und ich zeige euch jetzt erstmal den Toner, den ich meinte. Hier, wirklich der beste Toner ever. So gut. Jetzt machen wir erstmal weiter mit den Fragen. Warst du mal so richtig, richtig verliebt? Also, ich hatte bisher immer nur Crushes. Ich war nicht so wirklich verliebt. Ich finde auch, ich bin ein bisschen zu jung, um so richtig verliebt zu sein, wenn es Sinn macht. So Leute, das war's jetzt. Das waren viele Fragen. Und nicht vergessen, ich habe schon mal so ein Girls Talk Video gemacht. Also schaut euch das auch gerne nochmal an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao. Ich muss jetzt unbedingt schlafen.